Guten Nachmittag. Ich begrüße alle Teilnehmer zum Seminar Trends in der Nutzung und Security Testing von Open Source Software. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Mein Name ist Andreas Kutschulla. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Bitzi und seit mehr als 20 Jahren in der IT aktiv. Wir analysieren, bewerten und optimieren Software und Softwareentwicklungsprozesse und sind der Partner von Palamida im deutschsprachigen Raum. Kunden nutzen die Analysen für die Sicherstellung der Compliance und die technische Due Diligence bei Firmenübernahmen. Neben mir begrüße ich Herrn Professor Pohl und Herrn Miklicic von Softcheck. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ebenfalls. Einen schönen Tag. Und Herrn Roman Jankin von Palamida. Heute sprechen wir über eine ganze Reihe von Themen, was sich im letzten Jahr im Bereich des Open Source getan hat. Meine Themen sind: Wie hat sich die Supply Chain im letzten Jahr geändert? Hat sich die Kenntnis der Nutzung von Open Source gebessert? Welche Auswirkungen hat die höhere Open Source Nutzung? Im letzten Jahr gab es einige entdeckte Sicherheitslücken im Open Source. Welche Lehren wurden daraus gezogen? Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die Sie tun können, um die Prozesse in und um die Nutzung von Open Source zu optimieren. Falls Sie dies noch nicht tun, ist dies eventuell eine gute Idee für das laufende Jahr. Und hierzu habe ich Ihnen eine ganze Reihe von Empfehlungen. Rechts in dem Kasten können Sie Fragen eingeben. Wir werden diese sammeln und am Ende der Präsentation beantworten. Unser erstes Thema: Wie hat sich die Software Supply Chain im letzten Jahr geändert? Lassen Sie uns erst erklären, was eine Software Supply Chain ist. Mit der Software Chain bezeichnen wir alles, was Teile zu Ihrer Software zuliefert, und alle, welche Sie beliefern. Wir beziehen uns hier vor allem auf die Open Source Pipeline. Es umfasst Bibliotheken, die genutzt werden, und auch den Open Source Quellcode oder SDKs, die Sie nutzen. All dies ist Teil der Software Supply Chain. Welche Änderungen gab es hier im letzten Jahr? Wir sehen, dass sich die Programmiersprachen für Open Source ändern. Es gibt immer mal wieder neue Sprachen. Manche sind kurz aktuell und verschwinden dann wieder. Andere bleiben für eine ganze Zeit. 3 bis 4 dieser Sprachen, die in den Entwicklergemeinden momentan Aufmerksamkeit erregen, sind folgende: JavaScript mit dem Node Framework. Ursprünglich gab es nur das nackte JavaScript. Es wurde vor allem im Frontend auf Webseiten verwendet und für Bewegungen und kleine Programme genutzt. Im letzten Jahr erschien ein neues Framework dazu, Node. Wenn Sie es noch nicht kennen, empfehle ich, dies einmal anzuschauen. Hier sehen wir eine serverseitige Nutzung von JavaScript. Es ist unglaublich, dass eine ursprünglich im Frontend stark genutzte Sprache plötzlich ins Backend Einzug findet. Die Grundidee war diese: Wenn ich Entwickler für das Frontend habe, die in JavaScript entwickeln, warum kann ich nicht die gleichen Entwickler für die Backend-Entwicklung nutzen? Wir können dieselben Werkzeuge, die gleichen Bibliotheken, das gleiche Training und die gleichen Entwickler auch im Backend produktiv einsetzen. Wir sehen dies in vielen Firmen, vor allem in vielen Startups. Das Node-Framework ist noch relativ jung und viele Werkzeuge erscheinen erst nach und nach. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es in Ihrer Organisation Entwickler gibt, die Code basierend auf JavaScript mit Node entwickeln. Wenn Sie eher im Fachbereich oder Recht arbeiten, dann müssen Sie daran denken, dass Sie nun öfters JavaScript auch im Backend finden können und evaluieren, was das für Lizenzierung und Sicherheitslücken bedeutet. Daneben sehen wir andere Sprachen wie Go und Clojure, auf die wir hin und wieder treffen. Noch nicht in großen Massen, aber sie tauchen bei vielen verschiedenen Kunden auf. Beide existieren schon länger. Sie werden oft mit traditionellen Sprachen gemischt. Und dann noch Swift. Wenn Sie Entwicklung von mobilen Apps für iOS machen, nutzen Ihre Entwickler wahrscheinlich Swift, welches Objective-C ersetzt. Nutzer sind die gleichen Entwickler und Firmen wie zuvor, die zuvor Objective-C genutzt haben. Aber diese Sprachen sind nur ein kleiner Teil der geschriebenen Software, auch wenn sie sehr interessant sind. Es dominieren weiterhin Java, C#, C und C++. Bisher sahen wir Java sehr stark im Enterprise-Umfeld. Aber nun, da die Nutzung von Android förmlich explodiert ist, insbesondere Android für Mobilgeräte, ist Java auch mehr und mehr in Applikationen zu finden. Dadurch ändern sich auch hier die rechtlichen und sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen. Allein dadurch, dass sich Java vom Hinterhof, das heißt als reine Sprache für Server, zu einer Sprache ändert,
die an Millionen von Endgeräten verteilt wird. Ganz ähnlich verhält es sich für C#. Bisher wurde es hauptsächlich serverseitig im Backend genutzt. Insbesondere Windows-Applikationen sind oft in C# geschrieben. Die Einschätzung von Lizenzobligationen und Sicherheitslücken bleibt für diesen Bereich gleich. Wir sehen jedoch eine unglaubliche Steigerung der für C# zur Verfügung stehenden Open-Source-Komponenten. Viele der Bibliotheken, die es früher für andere Sprachen gab, wurden nach C# portiert. Bleibt noch C und C++. Dies sind typischerweise Sprachen für Linux oder eingebettete Systeme. Wenn Sie beispielsweise ein Gerät mit Ethernet-Port sehen oder wenn es einen Wi-Fi-Chip enthält, dann ist das System mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in C oder C++ kodiert. Wir sehen dies vor allem in der Medizintechnik oder in der Telekommunikation. Neben den Änderungen in den genutzten Sprachen im letzten Jahr gab es auch eine große Änderung, wie Open Source in eigene Projekte mit eingebunden wird. Hier sehen wir eine massive Steigerung in der Nutzung von Repository Management Systemen oder auch Paketverwaltungssystemen. Sie haben sicher schon von Systemen wie Maven, Nugget oder dem Node Packet Manager gehört. Dies sind Systeme, die von Entwicklern genutzt werden, um ihren Code von Drittanbietern zu managen. Typischerweise erstellt ein Entwickler eine Konfigurationsdatei, die alle Bibliotheken enthält, die benötigt werden. Statt wie ursprünglich allen Open-Source-Code herunterzuladen und im eigenen Repository abzulegen, wird ein Repository-Management-System installiert und mit den benötigten Komponenten konfiguriert. Damit wird das Management von Produkten und ihren Abhängigkeiten viel einfacher zu verwalten. Sie können eine benötigte Komponente eintragen und das Repository-Management-System verwaltet alle indirekten Abhängigkeiten, was Dutzende oder Hunderte von anderen Bibliotheken sein können. Sie outsourcen praktisch die mühsame Verwaltung an das Repository-Management-System. Dies hat mehrere Vor- und Nachteile. Das große Plus: es ist bequem. Die Nutzung von Open Source wird dadurch stark vereinfacht. Es ist sehr einfach für die Entwickler, einzelne Komponenten auf einem aktuellen Stand zu halten. Der Nachteil: oft ist es überraschend, was alles für Komponenten mit eingebunden werden. Wenn Sie zum Beispiel eine bestimmte Datenbank oder eine bestimmte Verschlüsselungskomponente benötigen, werden hierzu automatisch alle abhängigen Komponenten geladen, die Sie in der Regel gar nicht kennen und dessen Nutzung eventuell gar nicht in Ihren Richtlinien erlaubt ist. Durch die Systeme geht sehr viel Transparenz verloren. Oft wissen Entwickler gar nicht mehr, was sie alles in ihrem Produkt nutzen. Aber darüber spreche ich gleich. In der kleinen Tabelle sehen Sie einige der weit verbreiteten Repositories und die Sprachen der angebotenen Komponenten. Wenn Sie die Repository-Management-Systeme noch nicht kennen, empfehle ich, dass Sie sich mit Ihren Entwicklern unterhalten, um festzustellen, nutzen wir diese, wie nutzen wir diese, wie verwalten wir die heruntergeladenen Komponenten und gibt es regelmäßige Reviews. Beispielsweise finden wir sehr viel Java im Repository-Manager Maven. Hier bekommen Sie kompilierte Java-Jars. In der C#.NET-Welt ist das äquivalent Nugget, wo Sie DLLs und andere Bibliotheken finden. JavaScript mit Node finden Sie auf dem Node Packet Manager. Er kam wie aus dem Nichts und ist nun überall anzutreffen. Gerade in Node werden Sie hunderte von Abhängigkeiten zu Drittanbieter-Software finden, die das System für Sie in Ihre Produkte einbaut. Dies liegt daran, dass JavaScript traditionell kleinere Komponenten, kleinere Bibliotheken und kleinere Skripte nutzt. Dies sind die großen Systeme, auf die Sie treffen werden. Aber es gibt noch viel mehr und vielleicht habe ich Ihren Lieblingsrepository-Manager ausgelassen. Was wir allgemein sehen, dem Management-Team und dem rechtlichen Team ist diese in den letzten Jahren vollzogene Änderung oft noch gar nicht bewusst. Meine Empfehlung für Sie: verstehen Sie genau, welche Komponenten durch Repository-Management-Systeme in Ihre Software eingebaut werden. Was hat sich noch geändert? Im Jahr 2014-15 erregte Heartbleed großes öffentliches Interesse. Es gab Meldungen in den Nachrichten und Zeitschriften. Und wie oft hatten wir zuvor schon in den Nachrichten von Sicherheitslücken gehört? In den letzten 1,5 Jahren folgte eine lange Serie von Upgrades und Folgeveröffentlichungen. Aber selbst heute noch finden wir viele ungepatchte Systeme. Nach nun fast 2 Jahren, nach dem Medienhype, hätten wir erwartet, dass direkt nach der Entdeckung alle Systeme so schnell wie möglich gesichert werden. Und ich glaube, wir können dies generalisieren. Mit jeder Sicherheitslücke, die gefunden wird, wird es in den ersten 1 bis 2 Monaten eine große Patchwelle geben
und die Sicherung der restlichen Systeme zieht sich über einen sehr langen Zeitraum hin. Manche Systeme werden nie gepatcht, bis sie dann einmal einer Software-Audit unterzogen werden oder ein Problem auftritt, das heißt, die Sicherheitslücke ausgenutzt wird. Wegen dieser langen Zeitspanne sehen wir immer mehr Firmen, die von ihren Partnern eine Materialliste anfordern, in Englisch Bill of Materials. Wenn Sie eine Software vertreiben, die ein komplexes Problem löst und die zugehörige Materialliste hat nur eine Handvoll von Einträgen, dann ist dies ein Hinweis darauf, dass diese Liste nicht komplett sein kann. Wir erwarten Hunderte von Einträgen auf einer Stückliste. Manche Firmen haben eigene interne Reviews durchgeführt und die Stückliste der Partner zurückgewiesen. Wir haben einen kurzen Scan durchgeführt und haben OpenSSL, Tomcat, Zlib und so weiter gefunden, die gar nicht auf der Stückliste sind. Und wenn diese Pakete dort schon nicht enthalten sind, dann fehlen sicherlich auch viele kleinere Pakete. Wenn Sie die Top 50 oder Top 100 der Softwarefirmen der Welt beliefern, dann seien Sie darauf vorbereitet, dass diese Frage kommen wird, wenn Sie neue Software liefern. Bei Linux-Geräten wird immer mehr auf die Lieferanten geachtet, sowohl was Lizenzierung als auch was Sicherheitslücken angeht. Im letzten Jahr gab es dazu einige aufsehenerregende Prozesse, wo ganz genau die Nutzung von Linux und des Linux-Stacks untersucht wurde. Mein Schnelltest ist, schon wenn Sie einen Ethernet-Anschluss an Ihrem Gerät haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das System Linux enthält. Wir könnten Tage damit verbringen, über Linux-Compliance zu diskutieren, was das Richtige ist, damit zu tun und wie man das machen sollte. Ebenso sehen wir die Entwicklung von Nicht-Telefon-Android-Geräten, also Systemen mit Android-Betriebssystemen, die kein Telefon sind. Hier gibt es viele Features, eine große Community, gute Lizenzbedingungen, daher wird Android immer beliebter. Dies ist eine andere gute Frage an Ihre Teams. Wenn immer Sie ein System bauen, was ist das zugrunde liegende Betriebssystem? Und wie sind wir compliant? Es werden mehr und mehr Scans durchgeführt. Schon vor der Nutzung einer Bibliothek werden die Lizenzen analysiert. Dies ist besonders oft der Fall, wenn Unternehmen von einem eigenen proprietären Framework zu einem Open-Source-Framework wechseln wollen. Oder wenn ein Unternehmen entscheidet, eine bestimmte Funktionalität nicht selbst zu implementieren, da es die passende Komponente in der Open-Source-Welt gibt. Ein letztes Schlagwort sind Container. Container werden immer mehr genutzt. Dies scheint ein neuer Weg zu werden, wie Software zu Kunden geliefert wird. Eine kurze Erklärung. Vor einiger Zeit sind wir von echter physikalischer Hardware zu virtuellen Systemen übergegangen. Dies hat die Systemwelt stark verändert. Wenn ich früher mit echter teurer Hardware hantieren musste, kann ich heute virtuelle Maschinen aufsetzen und wieder löschen. Container sind eine Art leichtgewichtige Virtualisierung. Anwendungen werden mithilfe von Virtualisierung in Containern isoliert. Dies vereinfacht einerseits die Bereitstellung von Anwendungen, weil sich Container, die alle nötigen Pakete enthalten, leicht als Dateien transportieren und installieren lassen. Andererseits gewährleisten Container die Trennung der auf einem Rechner genutzten Ressourcen, so dass ein Container keinen Zugriff auf Ressourcen der anderen Container hat. Damit muss ich aber auch einen Container der Frage stellen, welche Lizenzen werden genutzt? Im Inneren befinden sich oft Hunderte von kommerziellen und Open-Source-Bibliotheken. Das ist noch eine gute Frage an Ihr Entwicklungsteam und Ihre Rechtsabteilung. Nutzt ihr Container? Wie? Wie werden diese zum Kunden gesendet? Wie wird der Inhalt gemanagt? Container sind ein bequemer Weg, ein System schnell zum Laufen zu bringen. Was ist Ihre Richtlinie hierzu? Wenn Sie sich Ihre Prozesse und Richtlinien anschauen, empfehle ich zu prüfen, ob auch Hinweise bezüglich Repository Managern und Containern enthalten sind. Hier nun die klassische Frage. Hat sich das Bewusstsein von Unternehmen bezüglich Open Source geändert? Die große Überraschung, die ich bei der Vorbereitung dieser Präsentation hatte, war die Erkenntnis, dass viel mehr Open Source genutzt wird. Aber die Antwort ist leider nein. In 2015 haben wir bei unserem Kunden fast eine Verdopplung der genutzten Open Source Komponenten gesehen. Was bedeutet das? Wenn wir auf 2014 zurückschauen, haben wir bei einer typischen Software Audit im Mittel 250 Open Source Komponenten identifiziert. 2015 sind dies über 450. Seit 2011 sehen wir eine stetige Erhöhung der Open-Source-Komponenten. Und ich spreche gleich darüber, warum dies so ist. Die wichtigste Information aus der Grafik, 450 Komponenten ist der Mittelwert von typischen Applikationen. Das ist der Erfahrungswert, den Sie
in Ihren oder in den von Ihnen genutzten Produkten erwarten sollten. Wenn die Stückliste, die Sie von Ihrem Lieferanten oder Partner bekommen, nicht 200, 300 oder mehr Komponenten enthält, dann können Sie fast sicher davon ausgehen, dass diese Liste nicht komplett ist. Die zweite interessante Beobachtung ist, dass die zweite Kurve im Bild die Anzahl derjenigen Komponenten, die disclosed wurde, das heißt, die vorab bekannt war. Unsere Erfahrung ist, dass die Firmen nicht gut daran sind, bekannt zu geben, was sie alles nutzen. Wenn Sie mit den Teams sprechen, ist die Rückmeldung meist positiv. Ja, ja, wir wissen, was wir verwenden, eine Stückliste schnell erstellt. Aber wenn dann wirklich eine Liste mit den genutzten Open-Source-Bibliotheken erstellt wird, dann ist das Ergebnis sehr spärlich. Letztes Jahr erhielten die Open-Source-Listen im Mittel nur 8 Komponenten. Und auf die Frage, was wird genutzt, kommt typischerweise die Antwort, boah, MySQL, Linux, Tomcat. Das sind sehr große Infrastrukturkomponenten und diese werden normalerweise eher von den IT-Teams verwaltet, statt von den Entwicklern. Dies war anfangs sehr überraschend für mich. Also typischerweise bekommen Sie von der Entwicklung eine Liste mit 10 bis 30 Komponenten. Und in Wahrheit müssen Sie da eher noch eine Null anfügen. Sie sollten 200 bis 300 Komponenten erwarten. Die Disclosure Rate ist damit letztes Jahr auf 2% gefallen. Das ist sehr wenig. Und um ehrlich zu sein, die Mehrzahl der Unternehmen hat gar keine Open-Source-Materialliste oder es gibt eine Liste, die schon sehr alt ist, die auf einer kurzen manuellen Analyse beruht. Oft enthält diese Liste auch noch Komponenten, die gar nicht Bestandteil des fertigen Produkts sind. Sie können die Liste testen. Schauen Sie nach einigen Komponenten und den dazugehörigen Versionen. Nun, was hat sich hier geändert? Im Wesentlichen sind dies zwei Dinge. Erstens, Open Source wird mehr genutzt. Viele Unternehmen, die bisher kaum Open Source genutzt haben, haben in den letzten Jahren ihre Türen geöffnet. Und zweitens, es gibt mehr Analysen. Diese Komponenten waren praktisch schon immer da, aber werden nun strukturiert erfasst. Im letzten Jahr sehen wir eine Kombination dieser beiden Änderungen. In den letzten Jahren wurden Einschränkungen bezüglich der Nutzung von Open Source geringer. Selbst Microsoft sagt, wir nutzen Open Source. Immer mehr Firmen bekennen sich dazu. Wir sehen auch größere und komplexere Systeme, die genutzt werden. Immer mehr Embedded-Systeme, die Container und virtuelle Maschinen nutzen. Diese Systeme enthalten oft komplette Betriebssysteme. Andererseits werden viele kleinere Pakete genutzt. Hier sehen wir beispielsweise das jQuery-Ökosystem oder Node. In Java oder C++ finden Sie Bibliotheken wie Boost, die viele Millionen Zeilen von Code enthalten. Und in Node haben wir hunderte von kleinen Bibliotheken, die auch das alles tun, was in Boost ist, aber in vielen kleinen Stücken. Das hat auch Auswirkungen auf die rechtliche Betrachtung. Statt nur einem Element müssen nun hunderte betrachtet werden. Mit den Repository-Managern ist ein komplexes Produkt sehr schnell gebaut. Der Entwickler sagt, ich benötige dies und das und jenes und der Repository-Manager baut dies und Sie erhalten unglaublich viele Abhängigkeiten. Und dazu sehen wir mehr Analysen, die angefordert werden. Die Tiefe der durchgeführten Analysen hat sich erhöht. Kunden verlangen eine volle Materialliste, beispielsweise weil sie ein Update für OpenSSL erzeugt haben, die Nutzung davon aber auf keiner Materialliste war. Und daraufhin wird eine volle Liste verlangt. Wir sehen tiefere Analysen, beispielsweise bei Linux. Für viele Jahre sagten Entwickler, wir nutzen Linux. Mittlerweile werden auch die einzelnen Subsysteme aufgeführt. Wenn vorher aus Bequemlichkeit nur eine einzelne Zeile berichtet wurde, startet nun auch aufgrund des Drucks aus der Linux-Community ein neues Denken. Die Rechtsabteilung hat ihre Fähigkeiten erhöht, auch lange Materiallisten zu verarbeiten. Dies liegt an besseren Werkzeugen und Erfahrung und einigen Prozessen, die viel in den Medien diskutiert wurden. Wenn wir vor einigen Jahren einer Firma eine Liste mit 30 Komponenten gegeben haben, hat dies oft Erstaunen erregt und diese Liste wurde wochenlang analysiert. Im letzten Jahr haben wir Listen mit Tausenden von Komponenten erzeugt und die Anwälte nahmen die Liste, schauten kurz darauf und sagten, okay, wir wissen, wie wir das handhaben müssen. Wir haben die Werkzeuge, das Wissen, die Leute, die Erfahrung. Damit können wir umgehen. Es gibt meist noch einige wenige Fälle, die weiterer Klärung bedürfen oder eine neue Lizenz. Aber im Generellen kommen Firmen gut damit zurecht. Der letzte Punkt auf dieser Liste ist die technische Due Diligence, insbesondere bei Firmenübernahmen. Hier gibt es mittlerweile eine weit sorgfältigere Prüfung. Sowohl Budget als auch die Zeit hat sich erhöht, die für eine Prüfung aufgewendet wird. Eine saubere Materialliste wird benötigt und es gibt Einblick, wie die zu übernehmende Firma arbeitet.
Man sieht sehr schnell die genutzten Technologien, Komponenten, Datenbanken. Das ist eine gute Methode, um schnell einen tiefen Einblick zu bekommen. Was sind die Auswirkungen? Und wie reagieren Firmen? Es gibt größere Teams, die sich mit dem Thema befassen und ein höheres Budget. Das ist offensichtlich. Wenn ich mich plötzlich um 500 bis 1000 Themen für ein typisches Produkt kümmern muss, gibt es mehr Lizenzverpflichtungen, denen Folge geleistet werden muss. Von den rechtlichen Teams wird mehr Beratung erwartet. Wir sehen ein erhöhtes Bewusstsein in den Firmenleitungen, dass den Lizenzverpflichtungen Folge geleistet wird. Ebenso gibt es einen erhöhten Druck von der Open-Source-Community, die wie immer möglich ihre Rechte durchsetzt. Gerade die Anforderungen vieler Lizenzen, den Open-Source-Autoren Anerkennung zu zollen, ist eine ganze Menge Arbeit. Header müssen die ursprünglichen Autoren nennen und sie müssen an den richtigen Stellen genannt werden. Sicherheitsupdates sind ein großes Thema. Mit der Heartbleed-Sicherheitslücke begann eine intensive öffentliche Diskussion. Die Sicherheitslücken waren schon lange da und wurden immer wieder ausgenutzt. Aber nun ist das Interesse größer. Nehmen Sie eine Firma, die Millionen von Endgeräten im Markt hat. Das ist eine große Angriffsfläche. Wir haben uns schon kurz darüber unterhalten, dass Firmen und Kunden mittlerweile eine umfassende Auskunft der genutzten Komponenten erwarten. Dies ist vor allem für ältere, seit längerem auf dem Markt befindliche Endgeräte eine Herausforderung für viele Firmen. Bei Nutzern sehen wir hier oft eine gewisse Frustration, wenn Sicherheitslücken aufgedeckt werden und der Hersteller diese nicht mehr schließen kann. Früher war die Auswahl geeigneter Komponenten in der Regel Aufgabe eines Softwarearchitekten. Mit den Repository-Managern kann jeder Entwickler selbst sehr schnell viele Open-Source-Komponenten einbinden. Hier ist viel mehr Training und Sensibilisierung für die Entwickler nötig. Meiner Meinung nach muss die Sensibilisierung regelmäßig erfolgen, mit dem gesamten Team, über Lizenzen, Lizenzverpflichtungen und Sicherheitslücken. Dies sollte jedes Jahr wiederholt werden. Fragen Sie Ihr Team auch immer wieder einmal nach Lizenzen oder Sicherheitslücken. Wahrscheinlich wird Ihnen das, was Sie hören, nicht gefallen. Ich sehe immer wieder große Wissenslücken, genau bei jenen Leuten, die die Komponenten für ihre Produkte auswählen. Wir sehen auch eine immer höhere rechtliche Verfolgung von falscher Verwendung. War diese früher auf einige wenige große Komponenten beschränkt, gibt es nun auch Prozesse um kleinere Komponenten mit der umpassenden Lizenz. Was haben wir daraus gelernt? Vorab möchte ich noch einmal betonen, dass Open Source nicht mit größeren Sicherheitslücken bedroht ist als anderer Code. Viele Leute sagen sogar, dass Open Source bezüglich der Entdeckung und Reparatur von Sicherheitslücken besser ist. Was wir aber sehen, sind sehr langfristige Auswirkungen. Es gibt so viel Open Source, welcher voneinander abhängt, dass es nach der Entdeckung einer Sicherheitslücke oft lange dauert, bis die gesamte Kette repariert ist. Wir können nicht erwarten, dass eine Sicherheitslücke, nur weil sie entdeckt wurde, gleich überall behoben ist. Ich nutze Heartbleed und OpenSSL gerne als Beispiele, weil diese Komponenten fast überall genutzt werden. Sie selbst besitzen wahrscheinlich gleich mehrere Geräte mit Software, die von diesen Sicherheitslücken betroffen sind. Jedes von anderen Entwicklern gebaut und jedes von einem anderen Hersteller. Manche Firmen sind schneller im Beheben von Sicherheitslücken, aber wie schon erwähnt, finden wir heute immer noch Software, die nicht entsprechend gepatcht ist. Ich halte dies für eine große Gefahr. Wenn immer ich dies in einer Audit sehe, erwähne ich dies als erstes. Sie verkaufen immer noch Software, die von Heartbleed betroffen ist. Selbst wenn die Sicherheitslücke nicht gleich ausgenutzt wird, werden Ihre Kunden fragen, wie kommt es, dass dies immer noch nicht gepatcht ist, nach fast 1,5 Jahren? Mein Ratschlag? Das ist einfach zu beheben. Patchen Sie und upgraden Sie. Schon allein deswegen, damit Sie nicht auffallen. Wir finden Heartbleed vor allem im Code, der noch immer nicht geprüft wurde. Wir sehen es in vielen eingebetteten Systemen. Die Systeme wurden oft vor Jahren kompiliert und laufen seitdem und der Hersteller weiß gar nicht, was sie alles enthalten. Und damals war die OpenSSL-Lücke noch nicht entdeckt. Oft ist OpenSSL in einer anderen, größeren Bibliothek eingebaut und wir wissen gar nichts davon. Und was für mich neu war, ungepflegte Container. Oft werden Systeme in einem Container ausgeliefert und eingeschaltet und laufen dann für Jahre in einer virtuellen Umgebung. Und in der Zwischenzeit werden keinerlei Updates installiert. Das ursprüngliche Entwicklungsteam macht oft etwas anderes. Niemand kümmert sich um die Sicherheitspatche. Heartbleed ist ein schönes Beispiel dafür, dass eine Komponente, die normalerweise tief eingebettet ist und nie besonders beachtet wird, plötzlich sehr sichtbar wird. Mittlerweile sehen wir, dass sich Firmen Gedanken machen.
Von welchen Komponenten sind wir abhängig? Welche Komponente sorgt für Verschlüsselung? Wo sollen wir anfangen? Wenn Tausende von Komponenten genutzt werden. Am besten hat jeder natürlich eine volle Materialliste, aber das ist in der Realität nicht immer möglich. Was ist hier unsere Empfehlung? Hier ist eine Liste von 6 Punkten, welches gute Startpunkte sind. Hierzu kommen dann noch die Bereiche, die typisch für Ihren Industriezweig oder Ihre Domäne sind. Fragen Sie Ihre Entwickler gezielt, wie verschlüsseln wir, mit welchen Komponenten? Haben wir dazu mehrere Komponenten oder nutzen wir kommerzielle Komponenten? Und was nutzen diese wiederum? Wie nutzen wir Kompressionsprogramme? Wie nutzen wir Mediendateien wie MPEG oder ähnliches? Was ist die Anwendungsplattform? Tomcat, haben wir PHP, Node? Diese haben oft bekannte Sicherheitslücken, die ein Upgrade erfordern. Oft erlebe ich dies. Welche Open-Source-Komponenten nutzt ihr? Wir nutzen keinen Open-Source. Welche Datenbank habt ihr? Wir nutzen MySQL. Hier gibt es immer noch größere Missverständnisse. Oder die Betriebssysteme. Ich glaube, Sie können gar nicht genügend Zeit damit verbringen, Ihre Teams zu sensibilisieren und Best Practices zu etablieren. Dies war eine kurze Zusammenfassung aus unseren Beobachtungen im letzten Jahr. Herzlichen Dank für Ihr Interesse am ersten Teil. Ich übergebe nun an Herrn Professor Pohl und freue mich im Anschluss auf Ihre Fragen. Die Unterlagen bekommen Sie gerne zugeschickt. Außerdem wird die gesamte Präsentation aufgezeichnet und Sie erhalten auch den Link, dass Sie den Film dann nochmal abspielen können. Dr. Kudulla, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns jetzt mit einem weitergehenden Aspekt, dem Security Testing von Open Source Software. Das heißt, wir werden nicht das funktionale Testen bearbeiten, sondern nur das nicht funktionale, das Security Testing. Wir bemühen uns erfolgreich, das werden wir sehen, bei Open Source Produkten relevante Sicherheitslücken, möglichst solche, die noch nicht bekannt sind, zu identifizieren. Ich möchte also an dieser Folie erläutern, nach welchem Grundsatz wir verfahren. Man hört immer viel von Angriffen und vielen Angriffen. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist und sind die Sicherheitslücken. Jeder Angriff benötigt für seinen Erfolg nämlich unverzichtbar eine Sicherheitslücke. Wenn keine mehr da wären in einem Produkt, in einer Open-Source-Software, dann könnte kein Angriff mehr erfolgreich sein. Das sehen Sie im Beispiel auf der linken Seite dieses Schalenmodells mit Organisation, Sicherheitsprodukten wie Firewall und so weiter, Anwendungen und innen drin Antivirus und den wichtigsten Daten. Auf der linken Seite sehen Sie Angriffe, die eine Sicherheitslücke ausnutzen wollen, aber fehlschlagen, keinen Erfolg haben, weil diese Sicherheitslücken schon identifiziert und gepatcht sind. Die Angriffe sind also völlig erfolglos, sie laufen wie gegen eine Wand. Auf der rechten Seite sehen Sie einen Angriff aus dem Internet, der, Sie sehen den grünen Strich, durch einen offenen Port einer Firewall geht auf eine Sicherheitslücke in der Anwendungsebene, diese Sicherheitslücke, die noch unveröffentlicht ist, ausnutzt und in den Kern des Systems dringt und der Angriff kann alle wesentlichen Daten auslesen und manipulieren. Sie sehen im zweiten Angriff gegen eine Sicherheitslücke, die ebenfalls noch nicht erkannt worden ist, noch nicht veröffentlicht ist und deswegen erfolgreich ist. Solche Angriffe sind grundsätzlich erfolgreich und können auch grundsätzlich von dem Betreiber eines IT-Systems, Nutzer einer Open-Source-Software, nicht erkannt werden. So, das sind die erfolgreichen Angriffe, die wir verhindern wollen und wir verhindern sie, indem wir die Sicherheitslücken identifizieren, insbesondere also die Zero-Day-Vulnerabilities, die noch nicht veröffentlichten Sicherheitslücken. Diese Sicherheitslücken, diese Zero-Day-Vulnerabilities haben eine ganz erhebliche Bedeutung, sind weltweit
sehen unten rechts eine Liste von Händlern, die mit derartigen Sicherheitslücken handeln und sie verkaufen an Sicherheitsbehörden und an Spionage und Sabotage interessierte Unternehmen. Im Einzelfall werden je nach Software bis zu 500.000 oder 1 Million Dollar pro Sicherheitslücke dann für eine wichtige, vielleicht leicht ausnutzbare Sicherheitslücke bezahlt. Okay, also wir packen das Übel an der Wurzel und identifizieren bisher unveröffentlichte Sicherheitslücken, sodass unsere Kunden in der Lage sind, diese zu patchen und damit ein System angriffssicher zu gestalten. Auf der nächsten Folie sehen Sie die Bereiche, in denen die unsere Methoden erfolgreich sind, erfahrungsgemäß erfolgreich sind, natürlich in kommerzieller Software, auch in Sicherheitssoftware immer wieder werden Sicherheitslücken in Sicherheitssoftware selbst identifiziert, auch veröffentlicht. Ob tatsächlich alle veröffentlicht werden, sei dahingestellt. Also was hier fehlt bei den Produkten, ist eine systematische Untersuchung auf Sicherheitsniveau, auf Sicherheitslücken. Das muss methodisch geschehen, dann erst ist die Software angriffssicher. Das kann man auch für Industrial Control Systems machen, für Embedded Systems etc. Smart Home erfahrungsgemäß sehr erfolgreich. Die Apps, auf die Apps in der ersten Zeile, im ersten Block habe ich noch nicht hingewiesen. Die Apps für Mobile Devices sind erfahrungsgemäß äußerst unsicher. Auf der nächsten Folie sehen wir unseren Security-Prozess, der basiert, wie Sie aus der Unterüberschrift sehen, auf der ISO-Norm 27034. Darin ist er abgebildet. Die Norm ist seit 4 Jahren bekannt. Mit den Schritten Security Requirements Analyse, das ist der erste. Der zweite Schritt ist eine Sicherheitsuntersuchung des Designs, des Threat Models. Der dritte Schritt ist eine Untersuchung des Quellcodes, Code Readings Analysis. Der vierte Schritt ist das klassische Penetration Testing und der fünfte, die dynamische Analyse, das Fuzzing. Wir werden hier insbesondere eingehen auf das Threat Modeling und dann auch auf das Fuzzing. Die anderen Methoden setze ich hier mal als bekannt voraus. Ich möchte Ihnen am Open Source Framework ROS, das Robot Operating System, eine kurze Demo zeigen, wie Sicherheitslücken in einem Design schon vorhanden sind und dann in der Realität ausgenutzt werden können. Dazu haben wir hier einen Roboterarm, den wir ganz normal verwenden können. Seine Aufgabe ist, einen Gegenstand von A nach B zu transportieren. Und diesen starte ich jetzt mal, indem ich eben den Server des Roboter-Frameworks starte. Und dazu verwenden wir folgenden Befehl. Den können Sie jetzt hier oben eingetippt sehen. Dieser Server ist die zentrale Serverkomponente von dem Robot Operating System und verwaltet alle Programme und alle Komponenten, die in dem Framework kommunizieren miteinander. Wir haben natürlich ein eigenes Programm geschrieben, was der Roboter ausführen soll. Das ist ein Python-Skript. Hier nennt es sich talker.python. Und dieses enthält eben die Aufgabe, die der Roboter durchführen muss. In diesem Fall ist es eine simple Aufgabe. Er soll einen Gegenstand von A nach B transportieren. Dafür gehen wir jetzt erstmal in die Ausgangsposition. Wir haben uns hier ein paar Routinen geschrieben. Und wenn wir die Routine 4 auswählen, passiert eben genau dieser Vorgang. Also er bewegt den Gegenstand, geht jetzt erstmal nach unten, dann geht er hoch und bewegt den Gegenstand auf die andere Seite und geht jetzt wieder runter und würde den Gegenstand dann abstellen. Das ist ein ganz simples Programm. In der Industrie werden natürlich viel komplexere Vorgänge bearbeitet.
Doch, was passiert denn, wenn jetzt ein Angreifer sich in diesem Netzwerk befindet, der eben mitschneiden kann, was in diesem Fall auch möglich ist, weil es keine Authentizität oder Verschlüsselung gibt. Und der Angreifer macht einfach einen Netzwerkscan mit Nmap, und zwar in diesem IP-Adressbereich, und sucht nach dem Port 11.3.11. Dieser Port sehen wir hier mit der IP-Adresse 10 hinten, ist auf dem Server offen, und jeder, der diesen Server anschreibt, kann mit dem kommunizieren. Damit wir mit dem Server kommunizieren, als ob wir auf dem Server drauf wären, erstellen wir uns eine Umgebungsvariable mit Export und tragen dort die URI ein des Servers. Das ist die IP-Adresse und der Port, also mit Doppelpunkt getrennt der Port. Und jetzt können wir ganz einfach Befehle ausführen, als ob wir auf dem Webserver selbst drauf wären. Und da lassen wir uns jetzt einmal die ganzen Komponenten auflisten, die mit dem Server kommunizieren. Und da sehen wir auch die Talker.python, das ist unser Programm. Und das überschreiben wir jetzt einfach mit Double Node Fast Python. Und dadurch, dass wir das überschrieben haben, wir haben jetzt eine eigene Routine an den Roboterarm gesendet, der führt dann unsere Routine aus, und wie Sie sehen können, schlägt er um sich und überschreibt das laufende Programm. Und das ist ein klassischer Designfehler, dass eben das laufende Programm einfach überschrieben werden kann. Jetzt mal abgesehen von Authentizität oder Verschlüsselung, wo ein Benutzer authentifiziert wird und die Pakete von dem überprüft werden. Ja, herzlichen Dank. Wir sehen an diesem Beispiel also sehr deutlich, dass Sicherheitslücken in Open Source noch nicht erkannt wurden, so wie Heartbleed bis 2014, und ja, systematisch identifiziert werden können und sollten. Gehen wir mal zu den Methoden weiter. Wir haben hier Security Requirements. Ich denke, das ist ein bisschen bekannt. Wir nehmen die nächste Folie und sehen da das Threat Modeling, ein interessantes Verfahren, hier mal dargestellt an der Analyse des Designs, des Security Designs eines Smart Meter Gateways, das wir in der Mitte der Zeichnung sehen. Threat Modeling bedeutet, in der Überschrift sehen Sie es, eine Untersuchung der Datenflüsse. Das ist also hier ein Datenflussdiagramm. Wir schauen uns mal das Smart Meter Gateway an. Wir sehen links oben die Zähler mit den Datenflüssen zum Smart Meter Gateway und sehen unten den Endanwender mit seiner weißen Ware, mit der Photovoltaikanlage, einem Elektroauto, und links eine Anzeige, links unten eine Anzeige über seine generierten Mengen, Strommengen und Verbräuche. Wir sehen auf der rechten Seite oben den Smart Meter Gateway Administrator, eine Rolle oder ein Unternehmen, das die Abrechnungen durchführt. Dazu benötigt es die Daten aus dem Smart Meter Gateway. Wir haben also einen Datenfluss von und zum Smart Meter Gateway zum Administrator. Das ist das Erste. Wir listen beim Threat Modeling alle Datenflüsse auf. Der zweite Schritt ist eine Analyse der Sicherheitsanforderungen. Der Endanwender wünscht sich gewiss eine vertrauliche Kommunikation zwischen Smart Meter Gateway und Smart Meter Gateway Administrator. Da werden seine Verbrauchsdaten und das, was er an Strommengen generiert hat, übertragen, braucht nicht jeder zu wissen. Also wird hier Vertraulichkeit für diese Datenverbindung gefordert. Vielleicht noch andere, wie Integrität etc., wollen wir jetzt mal nicht betrachten. Das war der zweite Schritt. Anforderungen auflisten an jede Datenverbindung. Der dritte Schritt ist die Prüfung, sind Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden, die dieser Anforderung, also in diesem Fall Vertraulichkeit, entsprechen. Wenn ja, ist das prima. Wenn nein, haben wir jetzt die erste Sicherheitslücke in diesem Modell identifiziert. Die muss behoben werden. Und dann ist das Smart Meter Gateway angriffssicher. Wenn wir das für alle Datenflüsse machen, gelingt es einem derartigen Smart Meter Gateway tatsächlich, weil wir alle Sicherheits-
Lücken identifiziert haben, tatsächlich angriffssicher zu machen. So, das ist das Prinzip des Threat Modelings. Sie sehen auf der nächsten Folie jetzt die Wirklichkeit mit allen Daten, tatsächlichen Datenflüssen eines Smart Meter Gateway. Das sind sicherlich viele, die alle untersucht werden müssen. Das heißt, es ist ein bisschen Aufwand. Okay, soweit zum Threat Modeling. Auf der nächsten Folie sehen wir Static Source Code Analysis. Setze ich mal voraus, dass Code Reading in Ihrem Hause praktiziert wird. Auf der nächsten Folie sehen wir Penetration Testing. Ich denke, es ist auch weitgehend bekannt. Identifizierung von schon bekannten Sicherheitslücken. Der letzte Punkt, die letzte Methode auf der nächsten Folie ist Fuzzing, dynamische Analyse. Sie sehen hier auf der linken Seite einen Fuzzer dargestellt und auf der rechten Seite das Zielobjekt, das Open Source Produkt oder eine Komponente, die untersucht werden soll, mit zwei Eingabeschnittstellen in Rot. Der Fuzzer auf der linken Seite ist einfach ein Generator von Angriffsdaten, nicht von zufälligen, das würde viel zu lange dauern, sondern wir setzen da aus einer Datenbank erfahrungsgemäß erfolgreiche Angriffsdaten, die also schon in anderen Fällen Erfolge gebracht haben, ein. Diese Daten werden von den Fuzzern gegen die Zielsoftware gespielt. Und jetzt stellt sich die Frage, ob die Zielsoftware korrekt funktioniert, also die Eingabedaten korrekt vereinbart, verarbeitet, oder ob da eine Anomalie auftaucht, also die Zielsoftware plötzlich viel Speicher verbraucht oder viel Prozessorzeit. Wenn das der Fall ist oder gar crasht, dann identifiziert, muss der Experte identifizieren, an welcher Stelle ist das passiert und was ist denn da schiefgegangen. So, und dann untersucht er diese Stelle, schreibt einen Bericht, schreibt gegebenenfalls einen Patch zum Nachweis, dass hier tatsächlich eine Sicherheitslücke identifiziert wurde, dass für ungläubige Kunden, was durchaus mal passiert. Ja, das ist eigentlich der grundsätzliche Prozess. Ein Fuzzer bombardiert eine Zielanwendung mit Angriffsdaten, also Daten, die in anderen Fällen schon erfolgreiche Angriffe generiert haben, und der Experte untersucht im Code der Zielsoftware diese Zielsoftware. So, auf der nächsten Folie sehen wir den gesamten Prozess mit allen Details. Wir sehen wieder den Fuzzer, der Angriffsdaten in die Zielsoftware einspeist, und wir sehen da unter der Zielsoftware den Monitor-Debugger, der zur Unterstützung des Experten dient und im Anomaliefall, im Crash oder wenn viel Speicher verbraucht wird etc., im letzten Moment noch die Registerinhalte rettet und es damit dem Experten erleichtert, die gerade betroffene Stelle, die die Anomalie generiert hat, zu erkennen und dann auch zu entscheiden, ob es eine Sicherheitslücke ist oder eine Randbedingungen, hier läuft ja noch ein Betriebssystem, etc. Wir haben oben ein Tool laufen zur Code-Coverage, um zu sehen, wie viel Code von der Zielsoftware wir schon untersucht haben. Ja, das ist eigentlich der Kern. Im Prinzip funktioniert diese Methode auf jedem Prozessor und auch auf jedem Betriebssystem, insbesondere auf Open-Source-Betriebssystemen, aber auch auf anderen. Okay, auf der nächsten Folie sehen wir, dass diese Methoden auch einsetzbar sind in Entwicklungsmethoden, die nicht Wasserfallmethode sind, also zum Beispiel agile Entwicklung. Auf der nächsten Folie, also allgemein verwendbar, auf der nächsten Folie, darauf werden wir schon gewartet haben, eine Darstellung, welche Erfolge bringen diese Methoden denn bei der Identifizierung neuer, und nur darüber haben wir jetzt gesprochen, also unveröffentlichter Sicherheitslücken. Da sehen wir bei Threat Modeling 112
neue Sicherheitslücken wurden identifiziert, hier wohl in einer Stichprobe der letzten 10 Projekte. 112 Sicherheitslücken wurden identifiziert von 986 möglichen. Das sind die Datenflüsse, die möglich waren. 112 waren davon mit einer Sicherheitslücke behaftet. Eine große Zahl, aber wir werden gleich sehen, dass man das insgesamt diese Zahlen relativieren muss. Mit Static Source Code Analysis Code Reading haben wir 17 im Durchschnitt identifiziert. Beim Penetration Testing, wie gesagt, definitionsgemäß keine neue Sicherheitslücke, sondern nur 76 schon bekannte. Und mit Fuzzing, dynamischer Analyse, haben wir 27 identifiziert. Insgesamt sind das 156. Die Bedeutung muss man relativieren. Wir empfehlen dem Kunden jetzt nicht nur die wichtigsten. Natürlich muss auch jede Sicherheitslücke bewertet werden. Zum Beispiel, wie leicht ist sie erkennbar, wie schwer ist sie zu patchen, etc. Wir empfehlen dem Kunden, jede Sicherheitslücke zu patchen, weil dem Angreifer ja eine einzige, die er wahrscheinlich nicht systematisch oder methodisch, sondern rein zufällig gefunden hat, weil dem Angreifer eine gefundene Sicherheitslücke völlig ausreicht, die er vielleicht mühsam, aber ausnutzt für einen erfolgreichen Angriff. Also daraus resultiert die Behebung einer jeden identifizierten Sicherheitslücke. Dass das auch einer Wirtschaftlichkeitsentscheidung unterliegt, sehen wir. Das ist aufwendig, aber wenn Sie ein wirklich angriffssicheres Produkt haben wollen, müssen Sie diesen aufwendigen Weg gehen. Auf der nächsten Folie sehen wir, dass man diesen Prozess auch im eigenen Hause, also im Haus des Kunden, in den vorhandenen Entwicklungsprozess einbauen kann. Wir sehen ganz oben eine Sammlung aller Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen, im konkreten Projekt und in dem nächsten darunterliegenden Kasten Application Security Management eine Untermenge gebildet der im Unternehmen vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen, und diese werden dann vom Entwickler Punkt für Punkt abgearbeitet, ohne dass er die, ganz oben steht das, ISO 27034 im Detail kennen muss oder überhaupt sehen muss. Er bekommt in diesem Framework vorgegeben, was er unter Security-Aspekten zu tun hat. Das ist unter anderem unser Security-Testing-Prozess, den Sie ganz unten wieder sehen, mit Requirements, Analysis, Threat Model und so weiter, bis hin zum Fuzzing- und Penetration-Testing. Wir unterstützen den Kunden bei der Einführung dieses Application Security Management nach ISO-Norm, und wir coachen auch, wenn er nicht sofort mit seinen Entwicklern sich in diesem Prozess heimisch fühlen sollte. Auf der nächsten Folie sehen wir als Zusammenfassung die Möglichkeit, dass jeder Schritt von uns mit einem Zertifikat versehen werden kann, Softcheck Security Tested und oder mit einem TÜV-Siegel. Stufe 1 ist, wir garantieren unseren Weg, unseren Security Testing Prozess mit einem Gütesiegel, Softcheck Security Tested. Im zweiten Schritt garantieren wir ebenfalls mit unserem oder einem TÜV-Siegel den Entwicklungsprozess beim Kunden im Hause, dass er korrekt arbeitet, also unseren Security-Test insbesondere beinhaltet und erfolgreich durchsetzt. Und im dritten Schritt können auch die vom Kunden generierten Produkte, mit diesem zertifizierten Entwicklungsprozess generierten Produkte, zertifiziert werden mit einem Software Security Tested Siegel oder einem
TÜV-Zertifikat. Soweit, denke ich, haben wir die Methoden erläutert. Wir müssten noch mindestens eine Folie haben. Jetzt kommt die Abschlussfolie. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Sie haben die Methoden, Sie haben die Systematik des Security Testings gesehen. Wir sind also ein IT-Sicherheitsunternehmen, das reinen Service anbietet, ohne ein Produkt zu verkaufen. Und wir bieten an, auf den Kunden unser gesamtes Wissen zu übertragen und den Kunden zu coachen, um ihm einen größtmöglichen Erfolg dieses Security Testings zu erlauben. Soweit, dann kommen wir zu den Fragen. Herr Dr. Kutulla und ich werden gern die aufgetretenen Fragen beantworten. Vielleicht beginne ich einfach. Untersucht werden können, hier ist eine Frage zur Kryptologie, auch naturgemäß auch Kryptoverfahren, also die Implementierung von Verschlüsselungsverfahren kann untersucht werden, wir hatten vorne eine Folie, kann untersucht werden auf Sicherheitslücken, selbst bei der jüngsten Ransom-Software sind in den Verschlüsselungsprodukten, naja, kann man so nennen, Sicherheitslücken aufgetaucht, sodass die Verschlüsselung rückgängig von den Betroffenen rückgängig gemacht werden konnte und ihre Daten wieder entschlüsselt werden konnten. Ich habe hier eine Frage. Wie sehen Sie Sonatype Nexus im Vergleich zu Maven? Was Sonatype Nexus macht, das ist wie ein Proxy oder ein Gateway, wo Open Source Code, der durch einen Repository Manager wie Maven eingebunden wird, zwischengespeichert werden kann. Und für die Open Source Analyse ist sowas natürlich sehr vorteilhaft, weil man den Build-Prozess auch auf bestimmte Versionen einfrieren kann, auf die man direkt Zugriff hat. Also grundsätzlich ist sowas positiv zu werten. Ja, hier kommt eine Frage zum Heartbleed. Hätten Sie Heartbleed erkannt? Naja, das ist im Nachhinein natürlich leicht aussagbar. Wir haben das hier untersucht. Wir sind der Überzeugung, wir hätten Heartbleed untersucht und hätten ihn auch identifiziert. Das Problem, was bei Open Source aufgetaucht ist, ist ja, dass es zwar untersucht werden kann, auch unter Sicherheitsaspekten umfassend untersucht werden kann, aber nur die wenigsten Produkte untersucht wurden. Wir können das jedenfalls für mittlere bis große Produkte durchführen, sodass man derartige Sicherheitslücken vermeiden kann, identifizieren, beheben kann und das Produkt damit angriffssicher machen kann. Ich habe hier auch noch eine weitere Frage, da ging es um die, wo fange ich an, um bestimmte Open-Source-Bestandteile zu suchen. Eine Frage, werden hier nicht auch Mediendateien angepasst, wie zum Beispiel Parser, PDF, XML und andere Multimedia-Dateien, also nicht nur Kompression und Kryptographie? Ja, also Mediendateien sind sicher auch ein Punkt, wo man anfangen kann. Es kommt ganz darauf an, in welcher Domäne Sie sich befinden und was für Software Sie einsetzen. Aber gerade im Bereich Multimedia, vor allem auch in den MPEG oder in den Codecs, finden wir sehr viele Beispiele dafür, wo man reinschauen sollte. Hier kommt eine Frage nach der Qualitätssicherung. Also sicherlich ein wichtiger Aspekt. Wir arbeiten mit einem Team zur Untersuchung des Produkts, mit allen fünf Methoden, die wir diskutiert haben. Und ein zweites Team prüft die Untersuchungsergebnisse, um sicherzustellen, dass sorgfältig und ordentlich gearbeitet wurde. Insgesamt ein personell und zeitlich aufwendiges Verfahren, das sich aber lohnt, weil wir bisher noch keinen Hinweis haben, wir praktizieren diesen Security-Testing-Prozess seit weit mehr als 10 Jahren.
Wir haben noch nie einen Hinweis bekommen, dass wir eine Sicherheitslücke übersehen hätten oder gar eine konkrete Beschwerde mit dem Hinweis auf eine Sicherheitslücke. Deswegen sagen wir sogar erfahrungsgemäß, darauf liegt die Betonung, erfahrungsgemäß identifizieren wir alle Sicherheitslücken. Ja, bei mir gibt es keine weiteren Fragen. Ja, hier ist noch eine zum Denial of Service. Können wir solche Fehlern vorbeugen? Ja, wir können Denial of Service Tests durchführen, zum Beispiel mit der Methode Fuzzing, nicht nur mit Threat Modeling, um zu identifizieren, an welchen Stellen in einer Konfiguration das möglich ist, sondern auch konkret im Code. Ja, soweit. Herzlichen Dank von meiner Seite für Ihr Zuhören und Ihre rege Diskussion. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, von der Firma Bitzi und auch von Palamida. Und für Rückfragen können Sie gerne uns auch immer persönlich ansprechen, E-Mail schreiben oder kurz anrufen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme am Seminar und noch einen schönen Nachmittag und Abend.